nicht nur in Polen spielen solche Überlegungen eine Rolle, auch in anderen Ländern. In kleinen Staaten Afrikas zum Beispiel, die wir selten in den Blick bekommen, da denkt man auch über den Wert von Wahlen ähnlich. Da gibt es Liberia, ein Land mit knapp 2 Millionen Einwohnern an der Westküste Afrikas, das auch zum ersten Mal nach Einführung einer Militärherrschaft wählen darf. 1980 hatte ein Militärputsch das 100-jährige Regime einer undemokratischen Einheitspartei abgelöst. Anders als in Polen ist die Vorstellung von dem, was demokratische Wahlen bedeuten können, für Liberianer ziemlich kompliziert. Immerhin hat der militärische Staatschef Liberias die Politiker der Opposition vor den Wahlen aus dem Gefängnis entlassen, während General Jaruzelski das erst für den Fall eines guten Wahlergebnisses in Aussicht stellt. Wahlen, wie und warum, fragt Ernst-Ludwig Freisewinkel vor dem Hintergrund einer Zustandsbeschreibung des westafrikanischen Staats Liberia. Er war Hauptfeldwebel, als er 1980 die alte Regierung wegputschte. Der Rang soll heute möglichst vergessen werden. Der Oberbefehlshaber der liberianischen Streitkräfte, zugleich Staatsoberhaupt, Dr. H.C. Samuel Cannon Doe, übt Staatsmann. Die westliche Welt steht ihm bei, mit Geld und Entwicklungshilfe. Zwar hat er vor 5 Jahren 13 Mitglieder der alten Regierung am Atlantikstrand an Pfähle binden und erschießen lassen, doch Washington sah keine Alternative zu dem siegreichen Wachtmeister. Der versprach, das Land schon bald wieder durch eine demokratisch gewählte Zivilregierung führen zu lassen. Die Amerikaner hatten in Monrovia schon immer das Sagen, die Hauptstadt ist nach Präsident Monroe benannt, die Nationalflagge ein Stern und 11 Streifen. Amerikanische Straßenkreuze allerdings sind inzwischen von billigeren und sparsameren japanischen Autos verdrängt worden. Keine für Afrika typische Stadt, so viel Benzinkutschen zuhauf gibt es sonst kaum auf dem schwarzen Kontinent. Auch das Militärregime benimmt sich anders als gewöhnlich. Soldaten sieht man eigentlich nur vor den Regierungsgebäuden, doch die werden überall in der Welt bewacht. Keine Panzer und MG an den Straßenkreuzungen. Selbst das Denkmal vom unbekannten Soldaten ist vergleichsweise mickrig ausgefallen. Der Baumriese, der da im Regenwald von Liberia fällt, soll dem Land aus der Wirtschaftsmisere helfen. Nicht er allein natürlich, viele Bäume, aber nicht zu viele. Man will unter europäischer Leitung vernünftige Waldwirtschaft treiben, wieder aufforsten. Die wilde Brandrodung hat aufgehört in Bumiwood. Der kleine Staat an der westafrikanischen Atlantikküste versucht mit vielen Mitteln und mancherlei Entwicklungshilfe aus dem wirtschaftlichen Tief herauszukommen. Doch bis jetzt wirft das Holzgeschäft noch nicht einmal so viel ab, dass die vorgeschriebenen Abgaben an den Staat bezahlt werden können. Der Staat braucht dieses und anderes Geld dringend. Er ist bis über die Ohren verschuldet und konnte bisher nur mit Hilfe von außen überleben. Doch Militärs waren noch nie gute Wirtschaftler. Schon gar nicht, wenn es gilt, die Schulden ungeliebter Vorgänger abzutragen. Präsident Talbot, den Doe 1980 hinrichten ließ, hatte für die Organisation Afrikanischer Länder, OAU, einen Tagungsort errichtet mit in den Swimmingpool gebauter Bar. Das dazugehörende Hotel ist inzwischen ausgebrannt. Das alles kostete 200 Millionen Dollar. Die schiebt das Land unter anderem als Zahlungsverpflichtung vor sich her. Der Schuldendienst für insgesamt 1,3 Milliarden Kredite und die hohen Energiekosten fressen das Staatsbudget nahezu auf. Seinen Haushalt aufbessern kann Liberia nur durch Export. Es ist das Land mit dem größten Eisenerzvorkommen in Afrika, aber für Abbau und Abtransport benötigt man viel, viel zu teure Energie. Die Erzpreise fallen seit Jahren. Latex, früher der zweitwichtigste Ausfuhrartikel, hat einschlägige amerikanische Firmen jahrzehntelang reich gemacht. Samuel Doe, gewissermaßen erster echter Afrikaner im Sessel des liberianischen Staatschefs, ruft seine Mitbürger zur Mitarbeit, ruft auch zu demokratischer Wahl an die Urnen. Am 15. Oktober sollen Parlament und Präsident gewählt werden. Er ließ eine neue Verfassung für die Zweite Liberianische Republik ausarbeiten und legte den Entwurf dem Volk zur Abstimmung vor. Das jubelte mit Mehrheit Ja
Dann steckte er den Verfasser, den Universitätsprofessor Dr. Amos Sawyer, ins Gefängnis. Er soll einen Putsch geplant haben. Immerhin, Parteien konnten sich organisieren. Um zur Wahl zugelassen zu werden, mussten sie umgerechnet 150.000 Mark an Barvermögen und 300.000 Mark an Sicherheiten aufbringen. In 6 der 11 Provinzen sollten sie mindestens 500 Anhänger nachweisen. 4 Parteien haben das geschafft. Dies ist das Hauptquartier einer der Parteien, der Liberianischen Vereinigung. Gabriel Polley, ihr Vorsitzender, hat alle Bedingungen erfüllt. Auch die, dass ein Parteichef seinen bürgerlichen Beruf aufzugeben habe, wenn er sich um das Präsidentenamt bewirbt. Polley war Lehrer. Befragt, ob er sich demnächst als Staatsoberhaupt sähe, gibt Polley sich fest überzeugt. Wenn es eine wirklich demokratische Wahl geben sollte, fair und ohne Einschüchterung durch das Militär. Ob Samuel Cannon Doe Gabriel Polley hinter dem gewaltigen Schreibtisch des Staatschefs Platz nehmen lässt, falls der die meisten Stimmen erhält, bleibt mehr als fraglich. Doe ließ in die neue Verfassung als Mindestalter für Staatspräsidenten 35 Jahre schreiben. Er selbst ist 1953 geboren. Sein offizielles Geburtsdatum wird seit einiger Zeit mit 1950 angegeben. Nach dieser Rechnung wäre er heute gerade 35. In keiner afrikanischen Sprache gibt es ein Wort für Opposition, nur viele Worte für Feind. Was einer anderen als seiner eigenen Partei im Wahlkampf hätte helfen können, ließ das Staatsoberhaupt verbieten. Vor einiger Zeit etwa die Zeitung Daily Observer. Sie war pfiffig gemacht, oft mit Meinung zwischen den Zeilen. Als das Staatsoberhaupt verfügte, alle Bewerber um die Präsidentschaft hätten ihren Beruf aufzugeben, druckte das Blatt eine Leserzuschrift. Ob das auch für den Dr. H.C. Samuel Cannon Doe gelte? Kenneth Best, der Herausgeber, musste in den letzten Jahren 3-mal ins Gefängnis. Immerhin, man ließ ihn wieder heraus. Hoch oben über Stadt und Hafen Monrovia vergammelt inzwischen das Haus der Freimaurerloge, einst Machtsymbol der freigelassen eingewanderten Sklaven, die ihre eingeborenen schwarzen Brüder ausbeuteten. Fast alle wichtigen Amerikoliberianer waren hier Mitglied. Mehr als ein Jahrhundert gab es nur eine Partei, die True Whig Party, die wahre liberale Partei. Ihre Mitglieder stopften sich die Taschen voll. Was die Amerikoliberianer, die man nach wie vor an ihren englischen Namen erkennt, nicht einheimsten, brachten die US-Gummibarone aus Landes mit Kautschukgewinnen. Heute haben es sich arme Teufel in den heiligen Hallen des Logenhauses so bequem wie möglich gemacht. Als der Hauptfeldwebel dem alten Regime ein Ende machte, gewann er viel Sympathie bei seinen Landsleuten. Aber die scheinen inzwischen der Schlagworte und Versprechungen müde geworden. So etwas füllt die Mägen nicht, wenngleich in Monrovia kaum einer hungert. Aber das Leben ist hart in einem Land, das mit dem teuren US-Dollar leben muss. Er ist hier offizielles Zahlungsmittel. Den Soldaten geht es vergleichsweise gut. Gleich nach der Machtübernahme wurde ihr Sold verdreifacht. Sie sollten eine stabile Stütze für den Oberbefehlshaber bilden. Aber von Stammesrivalitäten bleibt auch die Truppe nicht verschont. Diese Soldaten paradieren nicht nur, sie schießen notfalls auch. Demokratische Wahlen sind für manche schwer zu ertragen, auch wenn nicht gleich geschossen wird. Man kann den Liberianern nur Glück wünschen auf ihrem Weg zur Halbdemokratie. Mehr kann einfach nicht herauskommen und vielleicht wäre das schon viel.